Ich glaube, jetzt, aber eingeschlafen. Jetzt nee, kommt's. Jetzt kommt der Bosskampf. Der Orgelboss. Ja, der Orgelboss. Der Orgelboss. Bei mir hat's gerade einen Heiltrank genutzt. Hm. Manchmal. Hier, das ist ganz easy, muss ich nur ausweichen. Wie das so auf mich fixiert ist noch. Ne? Das ist echt gut beim Boss. Wenn der liegt, einfach immer wieder drauf stampfen. Dann macht man den echt gut down. Vor allem, wenn man den einfach immer wieder runter schießt. Jetzt hat mehr Bomben. Das ist nicht übertrieben. Ich wollte gerade sagen, man kann es dezent übertreiben. Ach Quatsch, ist doch nicht übertrieben. Und das ist nicht random oder so. Jo, nimm mal einen Trank. Oh, gute Idee, danke. Ich hab's bloß gerade durch Zufall entdeckt. Ja, also durch Zufall. Du nimm mal einen Trank. Alter, was geht denn mit dem ab? Ich hab den gerade kein einziges Mal getroffen. Ja, ich hab ihn vielleicht ein oder zweimal getroffen, aber der ist ja irgendwie auf Speed. Ja, der hat ein bisschen Hasch genommen. Ja. Hat so eine kleine Güte neben sich stehen. Seine eigene Cookie-Fabrik. Cookie-Clicker, Cookie-Clicker. Cookie-Clicker und Ende. Ja, hast gesehen, hast es gesehen. Oh, ey, du hast ihn weggehammert. Da, Hammer-Time. Und er geht brennend zu seiner Orgel zurück. Nee, du wirst dich nur selber, du wirst dir auch nur was. Ja, ich dachte auch gerade so, Selbstmord. Maybe. Por favor. Por favor. Oh, verdammt. Natürlich bin ich genau in die Pumpe reingelaufen. Ich dachte wieder, ich bin gut. Super. Ich sehe nichts. Ja, ein bisschen Rauch. Ja. Was geht mit dem ab? Alter. Ist klar. Ich glaube irgendwie, der rastet gerade. Der rastet, der rostet. Weiß man doch. Was ist gerade... Ja, ich weiß, an den Lasern ein bisschen für die verkohlt. Ja, klasse. Bis nach links ausweichen. Da geht nichts weiter mehr. Nein, nein. Du bist ein bisschen eingekreist. Du schätzt doch zwar nicht. Alter. Nein. Oh. Ausgewichen wie ein Pro. Und ich hab ihn schon wieder mit dem Hammer weggehauen. Ich muss sagen, der Hammer macht eine Weile viel Schaden. Da ist er tot. Und jetzt kommt das Geiste. Ja. Er hat Zyklop. Oh, aber Zyklop. Der war die ganze Zeit auf dem Klo. Jetzt hat er die Wände. Er guckt kaputt. Aber, wie das Klo aussieht. Ja. Warum hat er erstmal voll die Wand weggekloppt, oder? Jetzt kommt übrigens gleich das nächste Level. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt noch machen wollen oder. Ja, machen wir das noch mit Fertig. Gut, okay. Da stehen übrigens welche bei uns drauf. Ansonsten würde ich dann mal Pause machen. Ja. Und ein anderes Mal weitermachen, wenn dann meine Tonqualität gleich ein bisschen besser ist. Ja, ich denke mal, wir haben jetzt eine ganz gute Menge Material. Ja, so anderthalb Stunden. Anderthalb Stunden hast du aufgepasst oder? Ja, 19 Uhr haben wir so etwa angefangen und jetzt haben wir 21.30 Uhr. Also Mathe kann ich. So weit kann ich Mathe auch wieder. Ich habe ja gerade keine Uhr im Blickfeld, deswegen. Ja, Handy. Ja, hab meinen Trank mal genommen. Nicht in Reichweite. Also zumindest nicht für controllermäßig Reichweite. Multitasking. Boah, hast gesehen, ich habe mit dem Bogen runtergeschmissen. Ja, das ist eigentlich ganz easy. Hier muss man nur ein bisschen aufpassen. Ah, da bin ich. Die runterzuwerfen. Ich kann die ja eigentlich so packen und runterwerfen. Kennst du das schon mein Spiel? Oh, guck mal, ein alter Freund! Ich kann übrigens den machen, das ist super effektiv. Ich fall dann zwar runter und krieg Schaden, aber... Lolo. Ja, ein bisschen leckt, aber ich mach ihn trotzdem kaputt. Easy, ne?
Gut. Ich stelle bestimmt nur Riesenschmerzen, wenn ich hier einen brennenden Hammer ins Gesicht krieg. Aua. Will zurück. Das war so schön, da gab's Essen. Nein, da gibt's nichts. Also wollen wir hier mal irgendwie. Ich glaube, das ist das Ende vom Level. Oder ich weiß nicht. Wir gehen einfach mal rein und können dann zur Korte gehen. Richtig. Oh, hier gibt's erstmal Futter. Ja, doch, das ist der Anfang von einem weiteren Level. Das habe ich nochmal gespielt, weil ich verkackt habe. So, also gehen wir mal zurück zur Karte. Ich bin eigentlich sicher, ja. Ha, ich darf. Ich mach mal den. Hab mir ein bisschen mehr Leben gegeben, damit ich auch was aushalte. Ah ja, Kirchenladen. Oder wie Zimbel sagen würde, Kirchenladen. Ja. In der Stock. Ah, den kann ich mir nicht leisten. Ja, müssen wir zusammenlegen. Guck mal, der ist so knuffig, der Ohrenhase. Monkey Face. Und er erhöht auch noch das Glück, Sachen zu finden. Das ist cool. Also der würde sogar das Glück erhöhen, dass du als eine Person spielen kannst. Und das ist übrigens der Zauberstab, mit dem der Kristall entführt wurde. So, stimmt. Remember? Haha. Remember me. Aber das ist ein geiles Spiel. Der Wanderstock. Ja. Der ist dezent teuer. Ich glaube, es gibt irgendwie in. Da müssen wir das Level nochmal mit der Fledermaus machen. Da gab es doch so viel. Gold und Geld am Anfang. Am Ende. Ja, am Anfang wäre natürlich auch geil. Ja. Oh, jetzt läuft gerade Under the Dome. Sehe ich gerade mal so nebenbei. Ja, weißt du, er sieht, dass Under the Dome läuft, aber kann nicht aufs Handy gucken. Ja, der Fernseher ist an, aber das Handy liegt hier. Ah. Merkst du? Haarspalterei. Wie das Gras. Wurde auch gespalten. Ja, mit der Schere, die im Frosch ist. Im Frosch hin dann. Ich bin ein Arschkriecher. Frosch Ersch. Du bist so tight, wenn ich mit der fertig bin, dann birnt's bei dir. Das ist ein Spruch von Detlef die Soest. Frosch statt Geier. Von Detlef die Soest. Auf Deutsch, wenn ich mit dir fertig. Nee, du bist so eng, wenn ich mit dir fertig bin, dann brennt's bei dir. Ja, der Herr Detlef die Soest hat auch in ein paar wunderschönen Spielen mitgewirkt. Übrigens. Achso. Als Person. Die ist Dance Studio, oder? Genau, Dance Studio. Hör mal, Apo steht auch auf Froschersche. Das ist fast wie eine Droge, da kann man dran schnüffeln, dann wird man high. Nee, ich leck den von hinten ab, weißt du? Kröten lecken, weißt du? Das ist. Ja. Das zählt als Droge. So, ich würde sagen. Ist auch irgendwas Grünes und Ekelhaftes. Ja, wie mein Brokkoli. Ja. Genau, ich wollte auch gerade sagen, dein Brokkoli ist auch was Grünes, Ekelhaftes, sollte als Droge zählen, verboten werden. Weißt du, was das hinten dran ist an dem Brokkoli? Das ist ein Pilz. Tatsache. Das ist kein Scheidenpilz, das ist ein Brokkoli-Pilz. Kann es hin, Gün won. Oh Gott. Oder wie Kronk sagen würde, jetzt erstmal eine Scheidenpilzwanne. Ja, aber wie man eigentlich von der Werbung beeinflusst wird. Ich lese irgendwas auf Twitter, das war von O-Saft oder so, der wollte ein Pirat sein, brauchte einen Bart dafür. Und ich kam erstmal auf die Idee. Wie war's? Diese Werbung gegen Haarausfall. Ja, ja. Ja, wie heißt das? Ich weiß nicht, wie es heißt, aber ich weiß, was du meinst. Ja. Ne, Rexona ist es nicht, das ist irgendwie ein Deo. Wie wir einfach nur sehr sinnvoll hier rumstehen und labern. Ja. Das wird bestimmt voll die interessante Folge. Na, so 7 Minuten am Ende einfach rumstehen und labern. Guck mal, mein Zauberbalken ist jetzt voll, ne? 1, 2, 3, 4, 5 Hammer kann ich mit Elmar abschießen. Das ist nicht schlecht. Und ich kann unendlich mal zuschlagen.
Wenn du hier 5 mal einen Frosch gewonnen, Bitch. Dein Frosch. Elektrofrosch. Elektrofrosch. Ja, mit einem Elektrofrosch wird schon. Du betrittst den Club, du siehst aus wie ein Frosch. Elektrofrosch. Ja. Wir machen auch einen Hit, der kommt auf iTunes. Elektrofrosch. Ja. Also, das war's erstmal mit der ersten Aufnahmesession von Castle Crashers. Genau. Und wir sehen uns, also ihr werdet direkt im Anschluss sehen und mal gucken, in welchem Takt ich die veröffentlichen werde, die Folgen. Mal schauen. Und vor allen Dingen, wann du damit anfangen wirst. Wir haben wir haben den 11. September. Mittwoch der 11. Ich hoffe, hier fliegt nirgends ein Flugzeug rein. Und klebt mir dann an der Backe so die Flugzeugspitze. Wir kuscheln. Und ich würde sagen, ja, ich werde das bestimmt am Wochenende schneiden, dass es irgendwann nächste Woche dann kommt. Ja, und wenn du Bock hast, ich kann ja, wenn du mir dann die Folgen irgendwie gibst, keine Ahnung, einen Trailer machen. Wenn du das machen willst, können wir das gerne machen. Ja, keine Ahnung, oder Best of oder so. Die lustigsten Momente. Ja. Ob es schon so viele davon gab, aber egal. Ist ja erstmal egal. Ja. Also erstmal machen, dann gucken, ob es lustig ist. Genau so ist es. Gut, also, okay, dann würden wir sagen, bis zum nächsten Mal bei Castle Crashers. Jo, das war's von Danny und Apo. Also macht's gut, liebe Leute.